Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. Ja, hallo. Nachdem wir jetzt im Schaltplan-Editor soweit durch sind, mit den Grundeinstellungen auch mal ein einfaches Symbol gezeichnet haben und unseren Schaltplan hier gezeichnet haben und auch unsere Footprints zugewiesen haben etc. Hier nochmal eure Hausaufgabe, die ich im letzten Video gestellt hatte, hier umgebaut auf den SIGBUS. Hier alles entsprechend dann angeschlossen. So sollte das jetzt auch bei euch aussehen. Also hier Signalbus durch dieses Alias ersetzt. Über Werkzeuge Busdefinitionen hatte ich ja hier gesagt, diesen Signalbus 1 als Alias angeben. Hier über Leerzeichen getrennt dann die Netzbezeichnungen, also hier FSK Plus, Minus und so weiter, jeweils immer mit einem Leerzeichen getrennt, dann auf Hinzufügen und dann hat man dieses Label hier, dieses Alias-Label wird immer so dargestellt zwischen diesen geschweiften Klammern. Das setzt man dann hier entsprechend an diesen Bus heran. Hier auch an den hierarchischen Label wird auch dieses SIGBUS rangesetzt. Das gleiche wiederholt man dann hier unten an diesen hierarchischen Label und auch hier auf diesen Bus. Wenn das alles geschehen ist, kann man dann hier die alten Bezeichnungen weglöschen. Das gleiche gilt dann auch oben am Optokoppler. Hier die alten Verbindungen, die noch Bus.fsk plus und so weiter hießen, die dann einfach weglöschen und dann einfach hier auf den Bus mit dem Cursor gehen. Rechtsklick und dann vom Bus lösen und dann sehen wir hier unsere Leitungen und entsprechend dann einfach hier an die Pins heranziehen, so wie das hier dargestellt ist. Anschließend habe ich hier noch diese Default, die werden erstmal als Default dargestellt, noch diese Netze über die Netzklassen hier auf das Signal, auf die Netzklasse Signal geändert. Und damit sind die dann so als gestrichelt dargestellt. Bevor wir jetzt in den Platinen-Layout-Editor, in den PCB-Editor wechseln, immer empfehle ich das immer nochmal den ERC zu starten. Und dann sollte hier unten alles grün sein. Dann ist man sicher, dass da nichts schiefgelaufen ist, zumindest erstmal elektrisch nicht. Und jetzt können wir hier entweder über die Werkzeuge Platine aus Schaltplan aktualisieren oder einfach die F8-Taste drücken. Ich mache es jetzt hier mal übers Menü. Ich drücke diesen Menüeintrag und wir sehen jetzt, dass also unser PCB-Layout-Editor, unser Leiterplatten-Layout-Editor geöffnet wird. Wir sehen jetzt hier, dass diese Footprints, die wir ja zugewiesen haben, zugewiesen oder hier reingeladen wurden. Das hat auch schon mal geklappt. Hier unten alles grün, immer gut. Wir sagen dann Platine aktualisieren. Jetzt habt ihr vielleicht hier oben im Hintergrund gesehen, werden die Bauelemente hier reingefügt. Ich gehe jetzt mal auf Schließen und wenn ich die jetzt hier ablege, die Elemente, sehen wir jetzt im Gegensatz zu KiCad 5, dass hier schon eine bessere Bauteilanordnung ist. Beim KiCad 5 waren die also alle auf einem Haufen zusammen und man musste das dann auseinanderklamüsern. Hier sehen wir jetzt werden die schon ein bisschen verteilt abgelegt nach einzelnen Baugruppen und auch schon grob ungefähr in die Richtung, wo man sie dann positionieren würde. Das ist schon mal wesentlich besser, als das bei KiCad 5 der Fall war. Bevor wir jetzt anfangen, hier wild irgendwelche Leiterbahnen zu zeichnen oder zu routen, möchte ich euch hier in diesem Video erstmal die beiden Werkzeugleisten vorstellen. Also hier einmal links und hier die rechte Werkzeugleiste und da hat sich im KiCad 6 jetzt eine ganze Menge getan und das soll heute der Haupt oder das Hauptthema dieses Videos sein. Hier links im Prinzip wie im Schaltplan-Editor kann ich hier meine Buttons, die sind eigentlich auch schon weitgehend bekannt, Raster ein- und ausblenden, kartesische oder Polarkoordinaten darstellen, hier die Umstellung zwischen Inch, Mill und Millimeter. Das fensterfüllende Fadenkreuz hatte ich ja bereits erwähnt, finde ich ganz gut. Für wer es nicht braucht, kann es hier ausschalten. Ich kann hier die Netzlinien, schaut mal hier auf die Netzlinien, hier die Netzlinien ein- und ausblenden.
Und über diesen Button, das ist auch komplett neu, gab es früher im KiCad 5 nicht, habe ich hier so eine abgerundete Form von diesen Netzlinien, die dann ja irgendwann einmal Leiterbahnen werden sollen. Das erleichtert die Darstellung, also die Lesbarkeit dieser Bauteilanordnungen. Gut, hier in so einem einfachen, mit wenigen Bauteilen bestückten Platine ist das jetzt nicht so von Bedeutung, aber solche Halbrunden machen das fürs Auge visuell doch deutlich sichtbarer, und ich glaube, dieser Modus, der hat mir hier beim Arbeiten schon ganz gut gefallen. Das werde ich wohl dann zukünftig auch nutzen. Kann man also hier über diesen Button links, rechts aus- und einschalten. Dann haben wir Anzeigen interaktiver Lagen zwischen normal und abgeblendet umschalten. Das zeige ich dann, wenn ich hier route. Dann haben wir hier Flächenbereiche ausgefüllt darstellen oder als Umriss darstellen. Was sich dahinter verbirgt, werden wir dann auch noch sehen. Dann können wir hier unten über diesen Button die Pads als Umriss darstellen. Dann sehen wir das hier, die werden hier nur als Umriss dargestellt oder als volles Solid. Das gleiche gilt dann für die Vias. Da haben wir jetzt hier im Moment noch keine, zeige ich dann, wenn es soweit ist. Und für die Leiterbahnen ist das dann ebenfalls der Fall. Ich zeichne mal hier schnell eine Leiterbahn ein, Stücken. Nehmen wir hier unser Ground, lege ich das mal hier einfach ab, und wenn ich jetzt hier diese Umschaltung mache, sehen wir jetzt, ich zoome mal noch ein bisschen rein, sehen wir jetzt, hier wird die Leiterbahn entweder als Umriss dargestellt oder als volle Linie. Das gleiche dann eben bei den Vias. Wenn wir dann welche zeichnen, werde ich das nochmal zeigen. Hier haben wir jetzt rechts die Umschaltung, das ist unser letzter Button hier, Darstellungsverwaltung ein- und ausblenden. Die Lagensichtbarkeit, die stelle ich mir ja in der Regel nicht allzu oft um, sondern das mache ich ein, zwei, vielleicht dreimal im ganzen Schaltplan. Und wenn ich dann meine Einstellungen gefunden habe, kann ich das also dann hier ausblenden und habe dann hier mehr Platz, um Leiterbahnen zu zeichnen und Bauteile zu sehen oder auszuwählen. Ich schalte es jetzt hier wieder mal ein. Kommen wir hier zu der rechten Einstellung, dieses Erscheinungsbild. Und hier über dieses Erscheinungsbild kann ich jetzt eine ganze Menge einstellen, wesentlich mehr als das bei KiCad 5 der Fall war. Wir sehen also hier erst einmal unsere Lagen, aus welcher unsere Platine besteht. Also wir haben einmal die obere und die untere Kupferlage, auf der wir dann Leiterbahnen zeichnen können. Dann haben wir hier die Kleberseite oben unten, Paste, also Platinen, Lötpaste, Lötstoppmaske, den Bestückungsdruck. Hier kann man mal durchgehen, wird hier auch in Deutschland die Bezeichnung dazu eingeblendet im Kontext, also als Tasertext, erklärende Zeichnungen und so weiter und so fort. Und es sind auch wesentlich mehr Lagen geworden, jetzt hier bis zu 9 nutzerspezifische Lagen, in denen ich jetzt verschiedenste Dinge tun kann, um mir die dann anzeigen zu lassen oder eben nicht anzeigen zu lassen. Dann sehen wir hier in diesem Lagenmanager die Sichtbarkeit, also hier dieses Auge. Im Moment sind die jetzt alle eingeschalten, und wenn ich jetzt hier mal so ein Kupferoberseite ausschalte, hier sehen wir jetzt mal die Kupferpads von den Bauelementen. Ich schalte sie hier mal aus, halt hier auf das Auge gehen, dann wird diese Lage ausgeblendet und ihr seht, hier verschwindet dann diese Kupferdarstellung. Und so kann ich das natürlich mit allen anderen Lagen auch machen. Dann gibt es die Möglichkeit, hier unten über dieses Dropdown-Menü entweder mir alle Lagen anzuzeigen, zu zeigen zu lassen oder nur die Kupferlagen, dann wird alles andere ausgeblendet. Ich kann hier auch vordere Lagen nur anzeigen lassen, also alles, was auf der Oberseite ist. Innere Kupferlagen, wenn ich denn welche eingestellt hätte, zeige ich euch noch. Dann können wir hier entsprechend die hinteren Lagen anzeigen lassen, also die Unterseite. So kann ich also schnell alles ausblenden, was mich stört beim Platinenzeichnen, beim Routen, oder eben hier alle Lagen wieder einpassen oder anzeigen. Das gleiche erreiche ich jetzt hier über den rechten Mausklick. Da komme ich hier in dieses Kontextmenü, und das ist im Prinzip der gleiche Inhalt wie jetzt hier unten dieses Dropdown-Menü. So kann ich also schnell wirklich mal alle Kupferlagen anzeigen oder eben alle Lagen oder alles verbergen, wenn sich das entsprechend anbietet. Dann kann ich jetzt hier für
interaktive Lagen, also zum Beispiel hier für die Kupfer kann ich jetzt hier eine Abblendung einschalten. Wir sehen, dann wird das hier abgeblendet, ja, diese Lage, das ist für die Zeichnerei ganz interessant. Hier zum Beispiel, ich kann es auch ganz ausblenden lassen. Ich lasse es jetzt mal hier auf Normal. Und so kann ich mir hier vielleicht auch beim Zeichnen behelfen, wenn ich hier gewisse Sachen auch etwas abdunkeln kann, um zum Beispiel besser zu sehen, wenn ich gerade auf der unteren Seite irgendeine Leiterbahn entlang führe, bietet sich das an, vielleicht hier so eine Transparenz zu nutzen. Jetzt ganz neu haben wir hier die Möglichkeit, auch Objekte, uns einzelne Objekte, die zur Leiterplatte gehören, uns einblenden oder ausblenden zu lassen. Das ist also hier ebenfalls hier dieses Auge, mit dem ich hier mir zum Beispiel, nehmen wir mal hier das Zeichnungsblatt, wenn ich hier drauf gehe, mir das ausblenden lassen kann, dann ist also mein Zeichenblatt weg. So blende ich es mir wieder ein. Ich kann hier, was auch ganz, ganz interessant ist, mir zum Beispiel Leiterbahnen gut nicht wegblenden lassen. Das ist nicht so interessant, aber wesentlich wichtiger ist hier, ich kann mir hier eine Transparenz einstellen. Und das Allerwichtigste oder die beste Neuerung, die ich eigentlich finde, ist hier die Flächentransparenz. Das zeige ich euch noch, wenn ich dann mal eine Fläche mache. Wenn ich mir diese Flächentransparenz hier etwas transparent einstelle, kann ich mir also meine Fläche hier zwar komplett darstellen lassen, sehe aber dann quasi wie durchsichtig durch eine Glasscheibe auf die Unterseite zum Beispiel der Platine und kann dann auf der Unterseite eine Leiterbahn routen, was früher im KiCad 5 eben nicht so ohne weiteres ging, ohne jetzt die Ebene, die Ansichtsebene zu tauschen. Kann ich dann also mir zum Beispiel eben die obere Fläche durchsichtig machen und kann dann auf der unteren Seite meine Leiterbahn zeichnen, ohne da hier oben jetzt in diese Ansichtsebene umzuschalten zwischen oberer und unterer Kupferfläche. Das zeige ich euch aber noch, wenn wir jetzt hier die Platine dann erstellen, dann möchte ich dann noch auf diese Funktionen eingehen. Wenn ich jetzt hier diese Farbe zum Beispiel ändern möchte, also meine DRC-Warnungen oder hier mein Zeichenblatt, das ist ja jetzt hier so etwas rosafarben. Wenn ich diese Farbe ändern möchte, kann ich hier vorne auf dieses Farbfeld klicken, mache einen Doppelklick drauf. Wir erhalten jetzt in dem Fall hier die Meldung, dass es ein schreibgeschütztes Farbthema ist, deswegen können wir es ja nicht ändern. Ich gehe hier mal drauf oder hier auf die Einstellungen, ich habe es jetzt nicht richtig erwischt. Wenn ich auf die Einstellungen gehe, kann ich jetzt hier auf mein Farbthema gehen und wir sehen hier, dieses Solarize Dark ist ein schreibgeschützt, aber ich gebe ja hier dieses KiCad Default. Gehen wir mal drauf, das wählen wir uns mal aus und wenn ich jetzt hier das auswähle, kann ich also jetzt hier vorne auf diese Farbfläche klicken, Doppelklick machen und mir hier eine andere Farbe aussuchen und eben jetzt zum Beispiel hier diesen, nehmen wir mal das Zeichnungsblatt, machen wir hier mal ein hellgrün draus, Doppelklick und wir sehen, jetzt ist hier unsere Darstellung in einem hellen Grün geändert. Das geht hier bei den Objekten und das funktioniert hier genauso bei den Lagen. Also wenn ich eine Lage jetzt hier, dieses Kupferoberseite, wenn ich dieses Braun hier nicht mehr haben möchte, kann ich jetzt in diesem Farbthema hier diese Farbe ändern. Eben meinethalben auf Rot, Grün, Blau oder wie auch immer oder hier auf eine freie Farbauswahl in diesem Farbfeld oder Farbthema. Soweit, so gut. Ich gehe jetzt wieder zurück auf mein Solarize Dark. Das ist schreibgeschützt, dann komme ich ja nicht in die Verzweiflung, hier versehentlich was zu verstellen. So, wir sehen, es wird also jetzt hier wieder zurückgestellt automatisch und in diesem Schema, in diesem Farbthema kann ich jetzt leider hier Farben nicht ändern. Ist aber auch nicht so schlimm. Dann sehen wir hier beim Lagenmanager noch dieses kleine Dreieck hier vorn. Je nachdem, welche Lage ich anklicke, springt das jetzt hier mit. Und dieses kleine Dreieck zeigt mir an, was jetzt gerade die aktive Lage ist, in der ich mich hier bewege. Und sobald ich jetzt zum Beispiel hier ein Element zeichne in dieser Lage, wäre das eben jetzt hier ein Element, was sich in der Ebene
Footprint-Abstandsflächen auf der Platinenoberseite zeichnen würde, wechsle ich dann hier zum Beispiel auf Edge-Cuts, also auf Platinenumrisse, würde ich da in dieser Ebene zum Beispiel jetzt hier mit dem Werkzeug hier eine Linie zeichnen. Dann haben wir hier noch die Netze und das ist auch komplett neu, wenn wir uns jetzt mal hier mal ein bisschen reinzoomen in die ganze Geschichte. Wir sehen, hier haben wir eine unwahrscheinliche Menge an Netzen, die sich unter Umständen überkreuzen und das macht es nicht einfach, Bauteile zu platzieren und vor allen Dingen so zu platzieren, dass ich dann auch sehr effektiv routen kann. Und da kann ich also jetzt hergehen und sagen, ich gehe hier rechtsklick und sage, alle Netze verbergen, dann sind die erstmal alle weg. Und auch das nehmen wir hier noch mal raus, dann sind die also auch wirklich alle weg. Und jetzt kann ich wirklich sagen, ich möchte nur dieses eine Netz sehen. Das sehen wir also jetzt hier, dieses Netz CW. Und das geht also hier vom Arduino, von der Platine, von dem Arduino-Schalt hier eben auf den R3. Und jetzt kann ich hier meinen R3 anwählen. Wenn er markiert ist, drücke ich die Taste M und kann also jetzt so ganz sauber diesen Widerstand hier an meinem Schalt positionieren. Das ist eine ganz große Verbesserung gegenüber Qiget 5, da ging das nicht. Hier kann ich wirklich hergehen und sagen, ich lasse mir jetzt einzelne Netze anzeigen und mache hier einfach eine Bauteilpositionierung. Ich zeige das dann nochmal, wenn ich dann weitere Bauteile positioniere und kann also jetzt auf diese Art und Weise wirklich sauber positionieren, ohne dass ich gestört werde, wenn hier alle Netze eingeblendet sind. Ja, wenn ich jetzt hier nochmal alle Netze anzeige, dann sehen wir ja hier so ein heilloses Gewirr und da weiß ich unter Umständen nicht, gehört dieser Widerstand jetzt hier unten hin oder gehört er da nicht hin. Hier mit dieser Einstellung kann ich das wirklich sauber mir anzeigen lassen und darstellen lassen. So, ich kann hier noch einen Doppelklick drauf machen, dann kann ich mir jetzt sogar noch die Netzlinienfarbe ändern, wenn ich das möchte. Dann kann ich die jetzt hier auch noch auf Rot setzen. Dann wäre jetzt also hier meine Netzlinie hier, wir sehen sie jetzt hier, ich ziehe es mal ein bisschen raus, noch rot dargestellt. Das heißt also, ich könnte mir jetzt hier sogar noch diese Netzluftlinie, die dann in eine Leiterbahn geändert oder geroutet wird, noch farblich darstellen lassen für irgendwelche ganz besonderen Netze oder für Netze, wo ich bestimmte Abstände beachten muss oder. Also ja, schöner kann man es jetzt eigentlich nicht mehr haben. Das ist eine grandiose Leistung oder Verbesserung, die sich hier gegenüber Qiget 5 eingestellt hat. So, Farbe zurücksetzen, machen wir das mal wieder hier auf das Standard Weiß. Das gleiche kann ich jetzt hier mit den Netzklassen tun. Ich kann mir also jetzt hier zum Beispiel eine ganze Netzklasse ausblenden lassen. Ich gehe mal hier drauf. Warte mal, wo haben wir jetzt hier? Haben wir Ground. Wenn ich jetzt also hier die Netzklasse Ground ausblenden lasse, dann ist die ganze Netzklasse weg. Alles, was Ground ist, wird hier nicht mehr angezeigt. Oder eben zum Beispiel Signal, dann ist eben Signal weg und so weiter. Das verhält sich dann genauso wie hier oben mit den Einzelnetzen. Kann ich hier die ganze Netzklasse ändern. Und wenn ich jetzt sage, okay, mein Ground, der möge jetzt von mir aus hier als blaue dargestellt werden, dann kann ich mir das auch anzeigen lassen. Und jetzt sollte das hier auch blau dargestellt werden. Gehen wir mal auf Aktualisieren. Ja, das scheint noch ein bisschen buggy zu sein. Eigentlich müsste ja jetzt hier sich die Farbe in blau geändert haben. Schauen wir mal, vielleicht funktioniert es mit Rot. Na, das scheint nicht zu gehen. Ich mache mal zu. Schließe das hier nochmal und öffne nochmal hier über den Button oder über F8 die Linie. Aha, wir sehen, das ist jetzt hier vielleicht noch ein kleiner Fehler von Qiget 6. Das hat er jetzt hier nicht aktualisiert. Und jetzt durch das Schließen, Öffnen sehen wir jetzt, ist hier wieder alles in dieser Farbe übernommen worden, wie ich das eingestellt hatte. So, ich stelle das hier wieder zurück. Farbe zurücksetzen. Okay, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Und ich wünsche euch viel Spaß mit Qiget und weiter geht's dann mit dem Schaltplan-Editor im nächsten Video. Tschüss!